Jetzt geht's wieder los. Okay. Fällt dir was ein? Nein! Später! Später? Was ist später? Was später? Los geht's! Okay! Das ist ganz gut. Das kann man machen. Was für Bescheid, ne? Ich will den Arm machen. Von der Stelle, wo er jetzt hingespult ist? Kim, da brauchst du nur die Tasse von dem beiden. Ja. Ja, dann musst du mir das Kommando geben. Achtung, fertig, los! Achtung, Jürgen, los! Los jetzt, Thorsten. 1, 2, 3, los! Es gibt zwar Musiktherapie und es gibt Musikförderung, Pädagogik, aber so rein aus Spaß, an der Freude, Freizeitarbeit, künstlerisches Arbeiten ist eigentlich kaum möglich gewesen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen auszuprobieren, ob es da nicht noch was anderes gibt. Eben mit Instrumenten, wie jeder Künstler sie auch benutzt, Songs zu entwickeln. Na, gefällt dir das? Ja. War nicht so gut. Nicht so gut? Nein. Okay. Nächsten. Dann probieren wir mal was. Jetzt. Und das? Das gefällt mir. Ich war begeistert von der Idee. Zusätzlich muss ich sagen, dass wir alle, die sich in dieser Branche bewegen oder alle, die extrem Kreativität halt da haben, irgendwo haben wir ja alle unsere Macken. Das spielt halt nur auf dem Bett. Der Künstler. Wir haben in der Station aufgenommen und ich habe eigentlich das Stück so gut wie gar nicht verändert. Ich habe das gekürzt, irgendwie eine Art Arrangement dafür gemacht, aber habe irgendwie nichts draufgesetzt und habe ein bisschen viel am Klang gearbeitet. Aber ich finde eigentlich, dass das musikalischste Stück ist, was auf der Platte drauf ist. Also ich musste alle meine Hörgewohnheiten, meine Musikgewohnheiten erstmal über Bord werfen. Die Musik ist super gemein. Also die geht ziemlich durch Mark und Bein und das sind Sachen, die dabei rausgekommen sind, die habe ich in der Form noch nie gehört. Der stellt sich schon vor so ein Mikrofon und brüllt einfach wirklich so drauf los, wie es aus seinem Bauch rauskommt. Das ist unheimlich schwer, ne? Und da kann man wirklich was lernen. Ich glaube, dass auch heute noch in der Psychiatrie im Wesentlichen versorgt wird und dass noch sehr viel mehr getan werden müsste, um das Leben zu bereichern der Menschen, die dort leben. Was mich wirklich am meisten verwundert hatte, war auch, dass die Songs, wenn sie dann, jeder kriegte dann am Ende ja seine Kassette und ist damit nach Hause gegangen, die wurden 2, 3 Mal zu Hause vielleicht noch angehört, aber dann kam die Frage aus, wann geht's weiter? Auto fort, Auto fort, Auto fort, Auto fort.